Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es einen Trading-Tipp und zwar werden wir heute mit Silberkarten traden und falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt, lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben da, 500 Likes wären absolut genial und wir gehen jetzt hier direkt rein mit dem heutigen Tipp und zwar habe ich ja gerade schon angesprochen, wir traden heute mit Silberkarten, ne? Und das machen wir in bestimmten Ligen und zwar in den Top 5 Ligen, das heißt italienische Liga, deutsche Liga und so weiter und so fort. Ich denke mal, ihr wisst, welche ich da meine und da bei der Position geben wir nichts ein und sonst eigentlich auch nirgendwo was. Wir gehen eben, wie gesagt, nur in eine dieser Ligen rein und zwar gehen wir als erstes einfach mal direkt in die Bundesliga, geben dann 300 Gebotspreis ein. Das heißt ja, glaube ich, jetzt nicht mehr eben Beatpreis, sondern Gebotspreis. Ist ein bisschen verwirrend für mich, aber ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall mal so. Dann 1500 maximal und beim Sofortkaufpreis geben wir mindestens, ja, sagen wir jetzt einfach mal, 3000 ein, ja, damit da sozusagen die guten Spieler halbwegs herausgefiltert werden und dann suchen wir einfach mal und dann zeige ich euch das Ganze jetzt einfach mal hoffentlich anhand eines guten Beispiels. So, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. 350 wird auf den gebotene und wir gehen dann rein und schauen, wie viel er wert ist und da sehen wir, okay, der ist aber auch nur 350 Münzen wert, deswegen lohnt sich dieses, dieses Gebot oder beziehungsweise dieser Tausch, der würde sich nicht lohnen, ja, das würde absolut keinen Sinn machen und ja, dann müsst ihr halt hier so bisschen schauen und ein bisschen Ausschau halten nach Spielern, die gute Werte haben. Am besten ist es, wenn die Spieler einen guten Tempowert haben, so wie er zum Beispiel. Da geht ihr dann auch auf den Preisvergleich und da sehen wir, okay, das ist ein linker Mittelfeldspieler mit 92 Tempo, ja, aus der ersten Bundesliga und der liegt im Moment bei 1500, ja, und da ist ein Gebot, beziehungsweise da könnten wir bieten 800 auf den. Ich packe den jetzt mal auf die Beobachtungsliste und den schauen wir uns gleich nochmal an. Ich hoffe, ich vergesse nicht drauf, denn der läuft ja in 2 Minuten ab. Ich schaue jetzt hier noch ein bisschen durch und dann gehen wir auch schon direkt zurück auf die Beobachtungsliste. Hier hätten wir noch den Asano. Mal schauen, was der Wert ist. 1100 wird geboten und da sehen wir aber, okay, der Sofortkaufpreis liegt nur bei 750. Deswegen würde das auf jeden Fall keinen Sinn machen. Da könnt ihr dann immer schauen, okay, ist da irgendwie noch was Günstiges dabei, wo man drauf bieten könnte. Hier zum Beispiel 500 könnte man drauf bieten. Den packe ich jetzt auch mal auf die Beobachtungsliste. Und dann gehen wir auch direkt schon kurz mal auf die Beobachtungsliste, um eben diesen anderen Spieler dann nochmal anzuschauen. Hier seht ihr das Ganze mit anderen Spielern, wo es gerade nicht so gut funktioniert hat. Wobei, hier habe ich 4 Minuten noch Zeit. Der liegt bei 450 und ist genau 700 Münzen wert. Das heißt, da kann ich auch locker nochmal drauf bieten. Und zwar biete ich da jetzt einfach mal hier die 500 drauf. Das passt so. Bei dem eBay muss ich auch nochmal kurz reinschauen. Oder eBay. 1400 ist natürlich ein sehr, sehr overpowerter Spieler. Und da sehen wir auch schon, für 1100 geht er weg. Ja, für 1100. Mal schauen, was auf der zweiten Seite so ist. Ja, 1100. Das Gebot bei uns lag bei 800. Das heißt, 850 könnten wir noch machen. Und da ist gerade ein anderer, glaube ich, noch hochgegangen. Egal. 900 geht auch noch klar. Den können wir auf jeden Fall verticken. Und ja, den Holtmann, den wollten wir uns noch schnell anschauen. Und zwar, was war der jetzt? Ich glaube, 1600. 1500, okay. Und da bieten wir jetzt einfach mal hier schnell noch die 900 drauf. Wenn wir den bekommen, wäre das natürlich absolut nice. Und ja, hier unten habe ich ein bisschen probiert mit Stones zu traden und es wäre sogar gegangen, da ist nämlich einer abgelaufen für 2000 Münzen. Ich wollte einfach mal schauen, ob das geht und da, ja, das, dazu kommen wir aber in einem anderen Video dann wahrscheinlich. Hier den Ruben Garcia, dazu wollte ich auch noch kommen und zwar ist das genau die Methode, die ich jetzt gemacht habe. Ich werde dann natürlich noch weiter traden, aber ich möchte euch das kurz mal hier zeigen. Den habe ich für 350 Münzen bekommen und wenn wir dann hier auf den Preisvergleich gehen, dann müssten wir sehen, dass der absolut mehr wert ist. Der Typ kostet einfach gerade mal 10.000 Münzen und ich weiß absolut eigentlich gar nicht wieso. Ich gehe mal auf den Transfermarkt und suche den. Vielleicht ist das auch nur ein Anzeigefehler. Ruben, wie hat der geheißen? Ruben Castro? Oder irgendwie so, gell? Nee. Ah, jetzt habe ich vergessen, wie er geheißen hat. Wie hat der geheißen, der gute Mann? Wie hat der geheißen, der gute Mann? Ruben Garcia. Hoppala. Ruben Garcia. Wir suchen den. Ruben Garcia. Hoppala. Da fehlt ein A. Ruben Garcia. Müssten wir hier finden. Silber, ja, das passt alles so. Geben wir das mal ein bisschen weg. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, okay, das ist kein Anzeigefehler. Der ist tatsächlich 10.000 Münzen wert.
beziehungsweise annähernd 10.000 Münzen. Mal schauen, für wie viel wir ihn wegbekommen. Ich stelle ihn jetzt einfach mal für 5.000 rein, denn ja, für viel mehr wird er, glaube ich, nicht gekauft. Also ich denke nicht, dass der für mehr gekauft wird. Ihr seht hier, da wo ich auf den geboten habe, wurde er auch für 2.000 Münzen eine Stunde lang nicht gekauft. Ja, dann mache ich doch ein bisschen weniger. Machen wir 1.800 und ja, einfach mal so 1.000 oder so als Bietpreis. Stellen den rein und wenn sich der verkaufen würde, hätten wir einen krassen Gewinn. Ibe, ja, den haben wir jetzt auch bekommen. Das ist auch ein Gewinn. Denn wenn wir den für 1.100 reinstellen und für 1.100 sozusagen Minimalpreis und für 1.200 Maximalpreis, dann passt es eigentlich. Denn dann machen wir auch einen schönen Gewinn, auch wenn nur 1.100 auf ihn geboten werden sollte. Ich zeige euch das mal anhand des Rechners hier. Und zwar haben wir den gekauft für 900 Münzen, ja, merken wir uns. So, wenn wir ihn jetzt für 1.100 verkaufen sollten, was das Mindeste wäre, denn das wäre der Bietpreis von ihm, dann rechnen wir hier mal 0,95, das heißt, wir ziehen da jetzt die 5% EA-Gebühren ab und sehen, dass wir immer noch 145 Coins Gewinn hätten, denn wenn wir da jetzt noch die 900 abziehen, die wir eben ausgegeben haben für ihn, sehen wir 145 Münzen Gewinn wären das, wenn er sich verkauft, und den werden wir wahrscheinlich auch verkaufen. So, Holtmann habe ich jetzt leider nicht bekommen, habe ich nicht mehr mitgeboten. Das war natürlich nicht so gut von mir. Und ich schaue mal kurz noch rein bei dem Asano. Für 500 könnten wir auf den bieten. 750, ja doch, da können wir auf jeden Fall drauf bieten. Da biete ich noch auf den Asano und dann gehen wir auch schon rein in die nächste Liga. Ja, 550, okay, das geht auch noch. 550, das geht auch noch. Okay, und dann machen wir genau dasselbe wie gerade eben, nur jetzt mal mit der Calcio A. Mit der könnte es, denke ich, auch ganz gut gehen. Wir machen wieder hier 300, dann 1500 und dann hier, ja, so 3000 eben wie vorhin. Und schauen, ob wir da irgendwas Gutes bekommen. Der hier sieht zum Beispiel gar nicht schlecht aus. 900 ist natürlich jetzt auch nicht wenig, was da auf ihn geboten wird. Ja, 1200... Boah, das ist schwierig. Das ist jetzt gerade schwierig, ob wir dann 900 drauf bieten sollen oder nicht. Theoretisch könnte man ihn schon verkaufen, aber ich lasse es jetzt mal lieber. Sicher ist sicher. So, Drame. 950 Münzen, da bieten wir auf jeden Fall drauf. Ihr seht es hier, 950 Münzen, perfekt. Und dann gehen wir auf den Spieler drauf, bieten hier einfach diese 600 Münzen und hätten einen krassen Gewinn von 300 Münzen circa. Bisschen weniger natürlich, wie gesagt, die EA-Gewinn müsst ihr abziehen. Der hier ist fucking overpowered, 88 Tempo, okay, ist aber nur 800 Münzen wert. 750 sehen wir hier hinten, mal schauen, was er genau wert ist. Ja, 600, den könnte man sich eigentlich mitnehmen. Den könnte man sich eigentlich mitnehmen und für 750 reinstellen, aber ja, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Soll ich ihn mitnehmen? Ne, ich nehme ihn nicht mit, sonst können wir hier nicht weiter traden. Ich habe ja nur noch 800 Münzen. Das ist auch die erste Trading-Session, die erste richtige Trading-Session von mir in FIFA 18. Jo, nächster Spieler. Wir brauchen wieder einen Overpowerten. Einen am besten mit gutem Tempowert, denn wenn ein Spieler kein Tempo hat, dann wirkt er einfach viel, viel schlechter direkt auf die Leute. Und deswegen wird er dann halt auch nicht so oft gekauft und ist nicht so beliebt. Der hier ist 550 Münzen wert und da könnten wir den für 300 bekommen, beziehungsweise für 350. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Und dann gehen wir auch schon, würde ich sagen, direkt rein in die nächste Liga noch. Und zwar machen wir jetzt noch die... mal schauen, welche gute da als nächstes kommt. Die La Liga machen wir jetzt noch. Die La Liga. Ist das jetzt die zweite? Nee, müsste die erste sein, oder? Ist das jetzt die zweite oder die erste? Jetzt habe ich mich verdrückt. Ich glaube, das ist die zweite, ja. Das ist die zweite und die dritte oder irgendwie so. Nee, das ist nur die zweite, glaube ich. Und hier haben wir jetzt die erste. Ja, da haben wir schon Emre Mor. Das ist schon mal ganz interessant. Was ist denn der Wert? Ei, 2000. 1800. 1.900. Okay, 1.700 ist das Mindeste. 1.700 ist das Mindeste. Und hier wäre er für 1.200 gewesen. 1.700 war das Mindeste gerade. Aber ich kann nicht drauf bieten, weil ich nicht genug Coins habe. Das wäre aber ein guter Deal gewesen. Ich gebe den mal auf die Beobachtungsliste. Ja, ich denke mal, ihr wisst mittlerweile schon, wie das Ganze funktioniert, wie ich das Ganze hier meine. Der hier dürfte, glaube ich, nicht so viel wert sein. 700, 550, nee, das lohnt sich auch nicht.
Ich schaue jetzt, dass ich da noch irgendwie euch das in den anderen Ligen noch ein bisschen fertig zeige und dann war es das an sich auch schon. Hier haben wir die Ligue 1 noch natürlich als gute Liga. Mal schauen, ob wir da irgendeine gute Karte sehen. Der hier zum Beispiel sieht nicht schlecht aus, ist mit 800 aber schon ziemlich hoch. Deswegen glaube ich nicht, dass der mehr wert sein wird. Ja, 900 können wir hier sehen. Und ihr könnt dann natürlich auch immer reinschauen, okay, ist gerade bei der 59. Minute vielleicht ein günstiger Spieler? Wenn ja, dann wisst ihr, was zu tun ist. Dann nehmt ihr den Spieler natürlich mit und verkauft ihn dann teurer. Hoppala, das war nicht gewollt. So, was haben wir hier noch? 93 Tempo, das sieht krass aus. Aber ist auch schon bei 1300, das heißt, es ist auch schon ziemlich hoch. Ja, wobei, für 1900 kann man ihn anscheinend verkaufen. Für 1900 kann man ihn anscheinend verkaufen. Wir schauen jetzt auch mal kurz auf die Beobachtungsliste, was da noch so ist. Beziehungsweise, nee, wir gehen vorher noch in die letzte Liga und zwar ist das die Premier League. Ich möchte euch das einfach nur kurz veranschaulichen, damit ihr da die Ligen genau wisst, welche, mit welchen das geht und mit welchen nicht. Also einfach die Top 5 Ligen, das sind die, mit denen dieser Trading-Tipp am besten geht. In der Premier League sind die Spieler natürlich allgemein teurer und ihr seht schon, da ist es viel, viel schwieriger, Karten zu bekommen. Aber die können dann teilweise auch sehr, sehr gewinnbringend sein. Afobe kostet 950. Und da sehen wir zum Beispiel ein Gebot auf 350. Bieten wir einfach mal drauf. Beziehungsweise gehen wir mal auf die Beobachtungsliste und schauen dann einfach rein, wenn er sozusagen fast abläuft. Auf der Kandidatenliste sehen wir, dass wir einen bekommen haben, beziehungsweise auf einen noch bieten. Und das ist der Faletti. Asano, da wurden wir leider überboten. Der geht aber noch 10 Minuten. Wie viel war der wert? Der war 750 wert. Okay, das lohnt sich nicht mehr. Deswegen können wir den weggeben. Ja, ansonsten die Tino, den haben wir bekommen. Okay, interessant. 500 Coins. Weiß ich auch gerade nicht mehr genau, was er wert war. Ja, 750. Seht ihr da? 750 geht komplett klar. Den stellen wir jetzt rein für, wo ist er denn? Hier stellen wir aber nur rein für 700 Münzen. Ne? Und zwar 650 und dann eben hier 700 für eine Stunde. Was war das jetzt gerade für ein Fail? Ich habe nichts gedrückt, Leute. Ich habe nichts gedrückt. Auf einmal geht es hier alles wieder weg. So, 700 anbieten. Perfekt, jetzt haben wir den angeboten und ich zeige euch nochmal kurz beim Rechner. Beim Rechner zeige ich euch nochmal kurz, ja, wie viel Gewinn wir jetzt gemacht haben. Wir haben ihn für 500 Münzen gekauft, beziehungsweise wie viel Gewinn wir machen würden, aber der wird sich verkaufen, habt ihr ja gerade gesehen. Für 500 Münzen haben wir ihn gekauft, das merken wir uns. Wenn wir ihn für 700 Münzen verkaufen, dann sehen wir hier jetzt den Gewinn direkt. Hoppala, das war natürlich mega, mega intelligent. So, 700 durch 0,95 ist gleich. What the fuck? What the fuck? Was geht jetzt gerade ab? Hä? What? Hey, habe ich irgendwas falsch gemacht? Wir rechnen mal eine ganz einfache Rechnung. 700 mal 2. Okay, das stimmt. Na gut, dann machen wir 700 durch. Ah, mal. Hoppala, was tue ich denn? Alter. Sorry für den kleinen Fail. 700 mal 0,95 müsst ihr natürlich machen, nicht durch. Da haben wir 655 minus die 500, die wir vorhin ausgegeben haben, sind 165 Münzen Gewinn, was auf jeden Fall ja, sehr akzeptabel ist, würde ich sagen. Und den Faletti bekommen wir, glaube ich, auch noch. Ich denke mal, auf den warten wir noch. Ansonsten passt das hier dann auch schon. Da kann man dann immer wieder mal reinschauen, okay, hätten wir Gewinn gemacht mit den Karten? Das ist auch immer ganz interessant. 1700 war bei ihm das letzte Gebot. Ja, wäre ein ganz, ganz kleiner Gewinn gewesen. Ne? Sonst bei dem Stones, wie gesagt, wenn wir den für 2200, ja, wobei, das ist eigentlich ein anderer Trading-Tipp, aber den kann man für 2200 erbieten. Also alles unter 2200 ist ein riesiger Gewinn von über 200 Münzen. Ne? Und wenn wir den da zum Beispiel für 2000 bekommen hätten, hätten wir 400 Münzen Gewinn gemacht. Aber dazu werde ich vielleicht noch ein Video machen. Der Dramme oder Dramme für 700, ja, wäre auch an sich ein kleines Schnäppchen gewesen. Den hier für 800, der wirkt auch eigentlich ganz interessant. Könnte man ihn mitnehmen? Ja, ich lasse es lieber. Ich denke mal, bei Silberspielern ist es dann doch intelligenter, auf die Spieler zu bieten. Holtmann haben wir nicht bekommen. Emre Mor für 1600, das hört sich günstig an, aber ist auch nicht so heftig. Ja, aber teilweise sehen wir hier, dass wir da ganz guten Gewinn machen. Wir gehen mal auf die Transferliste, was wir da verkauft haben. Das wollte ich euch übrigens auch noch zeigen. Das sind andere Karten, die habe ich in den Starter-Packs gehabt. Und ihr müsst die halt wirklich für 450 Münzen reinstellen. Ich habe es teilweise ein bisschen ungeschickt gemacht, dass ich 350 Gebot gemacht habe. Aber stellt die bitte alle für 400 und 450 Sofortkaufpreis rein. Denn dann könnt ihr auf jeden Fall mehr
Geld draus machen, sage ich mal. Also der zum Beispiel, der ist ja eigentlich nicht mehr wert als 350 Münzen. Aber ich habe ihn hier für 450 Münzen losbekommen. Und deswegen würde ich euch raten, die wirklich so reinzustellen. Ja, und hier haben wir dann eben den Ruben Garcia, den Ibe und den Dentinho. Alter, richtig, richtig kompliziert. Ja, ich denke mal nicht, dass sich da jetzt noch irgendwas verkaufen wird. Der ist jetzt leider auch abgelaufen, gell? Der ist leider auch abgelaufen, der Faletti für 400. Ah, da hätte ich nochmal drauf bieten können. Ja, wobei, ja, muss man auf jeden Fall immer ziemlich aufpassen, dass man da keinen Fehler macht. Aber wir haben auf jeden Fall guten Gewinn gemacht durch den Ibe, durch den Dentinho und durch den Ruben Garcia. Das ist, denke ich, ganz erfolgreich. Und ja, Freunde, das war es jetzt an sich auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt. Und dann war es mit dem Video. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.